wenn man sich Werbung anschaut, dann kommt eigentlich relativ oft der Begriff Energie vor. Wenn man offenbar mit dem Begriff Energie Sachen erstmal definieren kann und gut verkaufen kann, offenbar. Mhm. Es gibt Energiesparsachen, es gibt Nahrung, die Energie macht. Was ist für einen Werbemann Energie eigentlich? Naja, Energie ist ein Beschleuniger und das Gegenteil von Müdigkeit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ein Drittel der Leute Burnout gefährdet ist, weil die Geschwindigkeit so zugenommen hat, dass sie fast nicht mehr mitkommen. Und das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach die Begründung, warum der Begriff Energie so stark in der Kommunikation und in der Werbung verwendet wird. Aber wo kommt jetzt Energie her, die ein Mensch hat, abgesehen von der Nahrung? Warum hat einer viel Energie, warum einer nicht? Naja, also ich würde einmal ganz heftig das Gehirn in die Diskussion einbringen. Mit 2% Körpergewicht verbraucht es 20% der Sauerstoffmenge, die wir einatmen. Mhm. Das ist eine hochenergetische Angelegenheit. Mhm. Und die mentale Energie ist ja nicht nur Brain-Energie, sondern mentale Energie ist Haltungsenergie, wie ich überhaupt mit Situationen umgehe. Sehe ich es als Problem oder sehe ich es als Chance? Ich habe gerade ein Buch gelesen über Bildung vom Scharnitz, der sagt, dass das Hirn mit 98% mit sich selber beschäftigt ist und nur 2% Außenwahrnehmung macht. Oder was ist Intelligenz eigentlich? Naja, Intelligenz ist die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen und daraus was Gescheites zu machen. Mhm. Nur Können wird bezahlt, aber okay. Können basiert auf Wissen. Jetzt sind wir zum Beispiel in Österreich recht gut beim Können, bei Fachausbildungen, ja. Aber unser Allgemeinwissen erodiert. Das heißt, über Zeit werden wir bläder und auch weniger tüchtig. Okay, aber ist Intelligenz das Gegenteil von Blödheit? Oder ist es ganz was anderes eigentlich? Es sind schon bipolare Begriffe, nur Intelligenz, also das Umgehen oder Entwickeln von Intelligenz ist eine aktive Willensangelegenheit, die das, was vorhanden ist, zu mehr weiterbringen will oder okay. muss. Und das ist aber ein ziemlich ständiger und aufwendiger Prozess, weil bläder wird man von selber, wenn man nichts tut. Das heißt, das ist Arbeit für mich. Das ist eben die Frage, wäre ich von selber blöder oder werde ich blöder, weil ich mit vielen anderen Bläden zu tun habe und das Denken von diesen Bläden übernehme? Ja, wenn mangelhafte Impulse da sind, wirst du nicht gescheiter werden. Ja? Ja. Und das Impuls generieren ist deine ureigenste Aufgabe. Für mich hat Intelligenz sehr, sehr viel mit Durchschauen, Durchblick, Zusammenhänge auf der Metaebene schauen, mhm. so die Helikopter-View. Ja? Wenn du jetzt zu Intelligenz und Energie gehst, ja? Also ich habe für mich selber ein eigenes Credo geschrieben, dass mein Ziel in meinem Leben ist Wissenserweiterung durch interdisziplinäres Lernen. Mhm. Und das erzeugt Energie. Mhm. Gedankenenergie. Mentale Energie. Ich habe 4 Berufe gelernt, okay, und lernen und habe eine Menge Sprachen gelernt, habe 6 Jahre im Ausland gearbeitet. Und ich bin drauf gekommen, dass wenn du aufhörst, neugierig zu sein, dann beginnst du Energie zu vernichten. Wenn du neugierig bleibst, dann bist du ein Generator. Dann erzeugst du Energie. Ja. Ich habe jetzt selber einmal Werbung gemacht und was mir da auffällt, ist, dass da irrsinnig viele kreative Köpfe sehr fokussiert an genau einer Geschichte arbeiten. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, könnte man nicht diese ganze positive Energie auch für was anderes verwenden? Weil man verwendet es in Wirklichkeit dafür, um in Menschen Bedürfnisse zu erwecken. Ja, oder der Auftraggeber will mehr Geschäft machen, indem er diese Bedürfnisse nützt. Jeder Auftraggeber hat halt da sehr egoistische Interessen. Ja, und meine Frage ist, braucht es so viel? Könnten wir alle miteinander mit weniger an Produkten, letztlich dann auch mit weniger Arbeit eigentlich, nicht auch gut auskommen? Bin ich ganz sicher, dass du recht hast, nur die Leute, die meisten wollen es nicht. Geiz ist geil. Hast du das kreiert? Nein, ich weiß es ja nicht. Gell? Nein. Was geht denn dir vor, wenn du sowas hörst? Naja, ich habe mich erstens einmal, wie das rauskam, maßlos geärgert. Aus 2 Gründen. Man hat 2 Begriffe, die zwar in sich dann eine Spannung erzeugt haben und auch eine gewisse Botschaft transportiert haben, aber mit einer kommerziellen Absicht so aufblasen, mittlerweile haben sie es so in Deutschland fallen lassen, weil das eine ist ein Begriff aus der Sexualität und das andere ist ein Begriff aus der Gier. Mhm. Und ich habe gesagt, da haben sie jetzt 2 Negativpole fusioniert und haben versucht, eine Marke damit aufzubauen. Ich glaube, dass auch eine gewisse ethische Grundenergie in der Kommunikation notwendig ist, weil nur blöd egoistisch auf Impact zu gehen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja. Wenn ich jetzt frage, was ist das Leben, würdest du mir dann sagen oder nachdenken darüber, was das Leben ist, oder würdest du mir eine Antwort geben, die eher in die Richtung geht, was ist eine erfolgreiche Lebensgeschichte?
Nein, also bleiben wir mal beim Ersten. Was ist für mich, ist Leben eine ungeheure Chance, wo ich jeden Tag das Risiko habe, sie zu vertun oder jeden Tag darum kämpfen muss, ein Maximum rauszuholen. Mhm. Leben ist ein Geschenk, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, für mich ist energetisch Leben bewusst Leben. Du musst versuchen, also meine Großmutter hat einen herrlichen Spruch gehabt, jeden Tag kannst du was besser machen, wenn du aufstehst, fang schon mal an. Mhm. Das ist Leben. Ja. Aber sind wir jetzt nicht gerade so in einer Zeit, wo man probiert, nicht selber was besser zu machen, sondern schaut, dass man die Verantwortung dem anderen übergibt, dass die es für mich besser machen? Ja, aber die wesentlichen Dinge des Lebens kannst du nicht delegieren. Ja. Die anderen sind nicht verantwortlich für dein Leben. Sie beeinflussen dich zwar. Ja. Und es gibt irrsinnig viele Strömungen, nämlich die Politik, die eigentlich einen massiven Einfluss haben wollen, aber die Verantwortung liegt bei dir selbst. Würfelt Gott? Nein, der würfelt nicht, der hat ein Konzept. Der hat ein nahezu perfektes Beziehungsgefüge, das aber Menschen nicht durchschauen. Mhm. Ja, weil im Grunde genommen, wenn du dir anschaust, wie unglaublich toll das Ding da funktioniert. Ich meine, wir sind ja so ein kleiner Bruchteil, selbst die Erde. Ja. Aber wie unglaublich organisiert die Dinge sind, natürlich mit gewissen Bandbreiten. Mhm. Aber das ist für mich, du brauchst überhaupt kein religiöser Mensch sein, aber wenn jemand abstreitet, dass da ein hochintelligentes System dahinter ist, das funktioniert, wer immer dafür verantwortlich ist, vielleicht ist es selbstreferenziell, wie der Urknall war. Genau, das ist die vielleicht Frage. Vielleicht ist es selbstreferenziell. Ja. Das wirst du wissenschaftlich nie beweisen können. Ja. Darum, wie sagen die Science-Busters, wer nichts weiß, muss alles glauben. Sag ich, wer alles weiß, muss gar nichts glauben. Und ich gehöre eher zur zweiten Partie gehören. Mhm. Darum haben sie Religionen erfunden. Also glauben wir das, was wir sehen, oder sehen wir das, was wir glauben? Beides. Ich bin nicht sicher, ob wir nicht nur das sehen, was wir auch glauben. Ob wir nur das erkennen können, was irgendwann unser Gehirn gelernt hat. Da hast du wahrscheinlich ich recht. Ich bin nicht sicher. Nein, da hast du recht, aber ich glaube, es ist auch eine Frage der selbstkritischen Öffnung, wie weit ich überhaupt meinen Toleranzrahmen erweitere, was wieder eine Funktion der Bildung ist. Die kulturelle Leistung des einzelnen Menschen beginnt dort. Toleranz so zu kultivieren, dass er keine Belastung in der Gesellschaft ist, sondern ein Beitragleister, ein Inspirator, ein Motivator, ein Impulsgeber. Ja. Das sind aber leider nicht wahnsinnig viele Leute, wie wir wissen. Mhm. Ich glaube, die wirkliche Herausforderung ist nicht nur, dass man im Leben was erreicht, sondern dass man in Würde altert und sich weiterentwickelt. Was ich bemerke, ich bin ja auch schon 50, dass für mich die Zeit immer schneller vergeht. Ja. Was ich nicht sein kann, oder? Nein, das ist subjektive Wahrnehmung, das kann ich da nur bestätigen. Was ist Zeit? Naja, Zeit entsteht durch das Anschlagen des Pulses an die Nervenenden. Zeit ist eine subjektive Wahrnehmung. Und ist Zeit Geld? Nein, Zeit ist Leben. Wenn wir mit 100% Bewusstsein leben würden, dann würden wir das Maximum oder das Optimum aus der verfügbaren Zeit rausholen. Die Frage ist, wie oft einem das gelingt und wie oft nicht. Was müssen wir ändern, dass wir dort hinkommen, wo wir eigentlich alle hinwollen in Wirklichkeit? Bildungsenergie, Ausweitung der Toleranz, anderes zulassen und weg von der Gier, mehr Genügsamkeit durch mehr Überblick und mehr Durchblick. Gut, danke. Bitte. Dankeschön. Danke.